Hallo zusammen zu einer weiteren Folge der digitalen Signalverarbeitung auf FPGAs. Heute beschäftigen wir uns mit Filtern, digitale Filter und Filterentwurf. Und die Themenschwerpunkte werden zum einen linearphasige Filter sein und zum anderen der Entwurf von FIR-Filtern. Die übrigen Themen, IIR-Filterentwurf und Filtertopologien, blenden wir erstmal aus diesmal. Wenn Sie Filter entwerfen wollen, gibt es diverse GUI-basierte Design-Tools. Der Klassiker ist natürlich das FDA-Tool von MathWorks, FDA wie Filter Design and Analysis. Und das bekommen Sie, wenn Sie aus MATLAB heraus den Befehl FDA-Tool eingeben. Der Hauptnachteil davon ist natürlich, dass Sie eine MATLAB-Lizenz brauchen und dass Sie auch eine, soweit ich weiß, Signal Processing Toolbox-Lizenz benötigen. Die Bedienung ist ein bisschen umständlich, aber Sie können damit wirklich alle möglichen Filter entwerfen. Wenn Sie die entsprechende Toolbox installiert haben, können Sie sogar Fixpoint-Filterentwürfe machen. Das heißt, Sie können Ihre Filter direkt quantisieren, auf Ihre entsprechende Hardware anpassen. Das könnte ein Microcontroller sein oder es könnte natürlich auch ein FPGA sein. Dann gibt es ein Java-Applet, das den Vorteil hat, dass Sie gar nichts installieren müssen. Sie müssen nur zu dieser Website hingehen und draufklicken. Klar, es hat einen begrenzten Funktionsumfang, aber dafür ist es sehr interaktiv und wie gesagt mit einem minimalen Aufwand zu benutzen. Probieren Sie es ruhig mal aus. Dann mache ich natürlich mal gerne Werbung für mein eigenes Tool. Das hat den Hauptnachteil, dass es kein Executable ist. Das heißt, Sie müssen eine funktionierende Python-Installation auf dem Rechner haben. Dafür ist es auch Cross-Plattform, das heißt, es läuft auf jedem Betriebssystem, auf jeder Rechnerplattform, auf der auch Python läuft. Es hat noch ein paar Bugs, aber ich denke, das wird im Laufe der Zeit wird das noch besser werden. Auch da lege ich es natürlich ans Herz, das einfach mal auszuprobieren. Dann gibt es nur für Windows den ASN-Filterdesigner, der hat eine sehr schön gestaltete Oberfläche, die sehr flink ist. Das heißt, man kann in Realtime sehen, was sie an Spezifikationen verändern. Hauptnachteil davon ist eigentlich, dass der nur unter Windows läuft und dass das auch ein kommerzielles Tool ist. Das heißt, da haben sie nur einen Demo-Modus zur Verfügung, in dem sie nichts abspeichern und exportieren können. Ansonsten aber auch ein sehr gelungenes Tool. Zumindest eins davon sollten Sie sich angucken, um ein bisschen mehr Gefühl dafür zu bekommen, wie Filterentwurf funktioniert und wie sich eigentlich so unterschiedliche Filter verhalten. Ja, kommen wir jetzt zum ersten Teil. Hier soll es um linearphasige Filter gehen. Die Frage ist, was ist immer diese komische Linearphasigkeit, von der sehr viel geredet wird in der digitalen Signalverarbeitung? Und das gucken wir uns einfach mal an einem Beispiel an. Auf dem ersten Plot hier sehen Sie Sinusfunktion mit einem Kilohertz Frequenz und die verschiebe ich um diese Zeitverzögerung hier. Klar, das kann man gut erkennen. Auf dem zweiten Plot ist jetzt hier gezeigt, wie groß die Phasenverschiebung Delta Phi in Einheiten von Pi ist für die verschiedenen Verzögerungszeiten hier. Da sehen wir für eine Verzögerungszeit von 0,25 Millisekunden haben wir eine Phasenverschiebung von Pi halbe. Das kann man leicht nachvollziehen. Ein Kilohertz entspricht einer Periodendauer von 1 Millisekunde und 0,25 Millisekunden sind genau ein Viertel davon. Das heißt, das ist klar, je größer die Verzögerung eines Signals ist, desto größer ist auch die dazugehörige Phasenverschiebung. Schauen wir uns ein zweites Beispiel an. Hier habe ich jetzt die Frequenz von 2 Kilohertz gewählt und das Signal verzögere ich auch wieder um die gleichen Schritte. Und auch hier habe ich wieder die Phase aufgetragen in Abhängigkeit von der Verzögerungszeit. Wir sehen jetzt, dass wir die gleiche Verzögerungszeit, wie bei dem 2 Kilohertz Signal, die doppelten Phasendrehungen bekommen. Das ist eigentlich auch relativ einleuchtend. Nehmen wir wieder das Beispiel, um bei der Verzögerung um 0,25 Millisekunden. Hier
Die Periodendauer des 2 kHz-Signals beträgt 0,5 Millisekunden und dementsprechend ist eine Verzögerung von 0,25 Millisekunden entspricht einer Phasendrehung von Pi oder wenn ich es umrechne, um 180 Grad. Auf dem letzten Plot hier habe ich jetzt eine konstante Verzögerungszeit von 0,25 Millisekunden verwendet. Das sehen wir hier. Und ich plotte hier verschiedene Frequenzen. Die sind hier aufgetragen. Ich habe jetzt hier wieder die Phasendrehung aufgetragen, aber diesmal in Abhängigkeit von der Frequenz. Und im Prinzip sehen wir jetzt hier den gleichen Zusammenhang wie bei dem ersten und zweiten Plot. Je größer die Frequenz ist, desto höher ist die Phasendrehung bei einer konstanten Verzögerungszeit. Auch hier sehen wir wieder bei 2 kHz machen die 0,25 Millisekunden eine Phasendrehung von Pi. Bei 1 kHz sind die gleiche Verzögerung eine Phasendrehung von Pi halbe. Eigentlich, wenn man ein bisschen drüber nachdenkt, nicht so furchtbar erstaunlich. Das heißt, ich kann das so aufschreiben, die Phasendrehung ist 2Pi mal die Verzögerungszeit mal die Signalfrequenz und damit ist es proportional zur Signalfrequenz. Das heißt, eine konstante Verzögerung Delta T bewirkt eine lineare Phase. Die Phase ist linear abhängig von der betrachteten Frequenz. Und wenn wir uns dazu ein Beispiel angucken, der Operator Z hoch minus 3, das heißt eine Verzögerung um 3 Abtastperioden. Wenn ich davon jetzt die Phase berechnen will, dann ist es das gleiche, als ob ich die Phase von e hoch minus j 3 Omega bestimme. Und klar, die Phase davon ist einfach minus 3 Omega. Und minus 3 Omega kann ich auch schreiben als minus 6 Pi mal f durch fs. Da habe ich jetzt quasi hier wieder meine denormalisierte Frequenz. Und das entspricht zum Beispiel 1,5 Pi bei f gleich fs Viertel. Wenn ich andere Frequenzen hier einsetze, bekomme ich dementsprechend linear eine kleinere oder eine größere Phase. Die wichtigere Frage ist aber vielleicht erstmal die nach der Motivation. Warum sind Ingenieure in der Signalverarbeitung so fixiert auf linearphasige Systeme? Lineare Phase heißt konstante Gruppenlaufzeit. Das gucken wir uns im Laufe dieser Vorlesung noch ein bisschen näher an. Und das heißt unter anderem, dass die Pulsform nicht verzerrt wird. Das kennen Sie vielleicht aus der Physik noch, das Phänomen der Dispersion, wo eben genau die Gruppenlaufzeit nicht konstant, sondern frequenzabhängig ist. Und das führt zu einer Verzerrung, wie gesagt, der Pulsform. Das möchte man nicht, speziell für Kommunikationssysteme nicht. Und bei Kommunikationssystemen ist es auch im Speziellen noch wichtig, dass die Phase nicht verfälscht wird, weil die meisten modernen Systeme auf Phasenmodulationsverfahren aufsetzen. In PSK, DPSK und QPSK steckt das P für die Phase ja schon mit drin. Wenn ich bei solchen Systemen mein Signal mit einem nicht-linearphasigen Filter filtere, dann tue ich mich anschließend mit der Demodulation der Signale schwerer. Weiterer wichtiger Punkt, den ich hier jetzt nicht aufgeschrieben habe, ist Audiosignalverarbeitung. Das Gehör orientiert sich sehr stark an Laufzeiten. Und wenn Sie jetzt ein Audiosignal mit stark nicht-linearphasigen Filtern bearbeiten, dann lässt die Ortbarkeit einfach nach. Das heißt, das Signal wird schwammiger in der Stereoebene und der Höreindruck leidet darunter. Deshalb wird auch in der Audiotechnik werden sehr viel linearphasige Filter eingesetzt. Im Frequenzbereich lohnt es sich, linearphasige Filter einzusetzen, weil mir das die Möglichkeit gibt, Systeme additiv zu kombinieren. So kann ich beispielsweise von meinem Signal ein Tiefpass gefiltertes Signal abziehen und wenn ich alles richtig mache, bleibt dann nur der Hochpassanteil übrig. Dazu muss ich allerdings, darf ich nicht einfach nur so Tiefpass-Signal abziehen, weil ansonsten sich Signale mit unterschiedlicher Laufzeit kombinieren und das führt dann zu ganz seltsamen Schwebungseffekten. Das heißt, ich muss dann die Laufzeit meines Filters muss ich kompensieren
durch so ein Verzögerungsglied in meinem direkten Signalpfad. Um eine lineare Phase zu erhalten, suchen wir jetzt ein System, einen Filter, bei dem sich der reellwertige Amplitudengang und der lineare Phasengang leicht trennen lassen. Das hatten wir uns aber im zweiten Kapitel bereits angeguckt. Das waren diese Systeme, bei denen ich den Frequenzgang in sogenannte Spiegelpolynome aufteilen konnte und auf die er den Amplitudengang als eine Summe von Cosinus- oder Sinusfunktionen erhalte. Und bevor wir jetzt in die Mathematik einsteigen, schauen wir uns mal so ein einfaches Beispiel an. Und zwar filtere ich ein Sägezahnsignal einmal mit einem Wirrfilter, das hat eine lineare Phase. Man kann hier gut die ursprüngliche Form des Sägezahns noch erkennen. Es ist klar, dass dadurch, dass ein paar Oberwellen rausgefiltert worden sind, das Signal so ein bisschen verrundet wird, aber der Sägezahn ist noch da. Mache ich das gleich mit einem IIR-Filter, einem rekursiven Filter, was eine nichtlineare Phase hat, dann sehe ich, dass mein ursprüngliches Sägezahnsignal so ein bisschen verschoben wird. Und das könnte man, wenn man sich jetzt die einzelnen Sinus-Cosinus-Komponenten anguckt, könnte man sehen, dass das daran liegt, dass die einzelnen Frequenzkomponenten unterschiedlich verzögert sind. Was man aber auch erkennt, ist, dass beim Wirrfilter erstmal eine ganze Weile lang Ruhe herrscht, bevor man Signal dann einsetzt. Das IIR-Filter setzt deutlich früher ein. Das liegt daran, dass so ein Wirrfilter zwar eine lineare Phase hat, aber normalerweise eine deutlich höhere Gruppenlaufzeit. Das heißt, die mittlere Verzögerung von so einem Wirrfilter ist im Allgemeinen deutlich höher als die von einem IIR-Filter. Das ist ein Nachteil von Wirrfiltern. So, und nochmal, bevor wir in die Mathematik einsteigen, ändern wir uns nochmal ein bisschen an die Symmetrie der verschiedenen Fourier-Transformationen. Wir gehen jetzt von reellwertigen Wirrfiltern H aus, und wenn mein System H reellwertig ist, dann wissen wir, dass der Frequenzgang konjugiert und symmetrisch ist. Das ist eine Konsequenz meines reellwertigen Zeitsignals. Und das heißt, der Realteil meines Frequenzgangs hat eine gerade Symmetrie, der Imaginärteil hat eine ungerade Symmetrie. Und das heißt auch, dass der Betragsgang eine gerade Symmetrie hat und der Phasengang eine ungerade Symmetrie. Wenn ich jetzt eine weitere Einschränkung hinzunehme und fordere oder annehme, dass meine Impulsantwort meines Wirrfilters eine gerade Symmetrie hat, dann folgt daraus, dass der Frequenzgang reellwertig ist und ebenfalls eine gerade Symmetrie hat. Das heißt, ich muss meinen Frequenzgang aus Kosinusfunktionen zusammensetzen. Wenn irgendwelche Sinusfunktionen mit dabei wären, dann könnte ich keine gerade Symmetrie erzielen. Umgekehrt, wenn die Impulsantwort meines Wirrfilters eine ungerade Symmetrie hat, dann ist H rein imaginär und hat eine ungerade Symmetrie. Also das große H, der Frequenzgang. Und das heißt, dann muss ich meinen Frequenzgang zusammensetzen aus J, Sinusfunktionen, damit es imaginär ist und eine ungerade Symmetrie hat. Und daraus folgt auch automatisch, dass ich immer eine Nullstelle des Spektrums bei f gleich 0 habe, weil ja mein Frequenzgang sich nur aus Sinusfunktionen zusammensetzt. Und das heißt damit automatisch, dass der Frequenzgang bei f gleich 0 0 sein muss. Diese beiden letzten Forderungen und Konsequenzen, das sind die, die wir jetzt in den nächsten Folien brauchen, wo es um verschiedene Typen von linearphasigen Filtern geht. Starten wir zunächst mit dem allgemeinsten linearphasigen Wirrfilter. Man nennt das Typ 1. Diese Nummerierung ist ein bisschen willkürlich, von daher müssen Sie auch nicht unbedingt auswendig lernen. Typ 1 nennt man jedenfalls so ein linearphasiges Wirrfilter, wenn die Impulsantwort eine gerade Symmetrie hat und wenn die Filterordnung n ebenfalls gerade ist. Das heißt, die Länge, das ist 1 mehr, ist dann ungerade. Beispiel hier für n gleich 4, Länge der Impulsantwort ist 5.
So, und diese Symmetrie kann ich mathematisch jetzt so schreiben. H von n ist plus H von n minus n. Wenn ich jetzt den Frequenzgang daraus berechne, dann kann ich aufgrund dieser Symmetrie, kann ich hier diesen Exponentialterm rausziehen, der genau den mittleren Faktor quasi hat. Das heißt, das ist hier einfach ein bisschen abstrakter geschrieben, wie das, was wir am Anfang schon mal an der Tafel ein paar Mal für spezielle Fälle durchgerechnet haben. Ich habe das ja gemacht, damit ich hier hinten jetzt zueinander symmetrische Exponentialterme bekomme, die ich mit der Eulerschen Beziehung wieder zusammenfassen kann zu Kosinusfunktionen. Genau das wollte ich. Und dann kann ich das hier hinten zu Kosinustermen zusammenfassen. Ich muss es auch nicht mehr bis n, sondern noch bis n halbe summieren. Und die Koeffizienten, die ergeben sich jetzt halt durch Kombination von meinen Filterkoeffizienten. So, jetzt kommt der interessante Teil. Was ergeben sich für Konsequenzen daraus? Ich habe zum einen jetzt einen reellen Amplitudengang. Das wollte ich. Der hat eine gerade Symmetrie. Klar, auch das haben wir ja schon aus unseren Formeln für die Fourier-Transformation abgeleitet. Und ich habe eine lineare Phase. Auch das wollte ich haben. Ich sehe hier, meine Phase ist einfach minus Omega mal n halbe. Und das entspricht dieser Steigung hier, dass zwischendurch immer wieder Sprünge drin sind. Das liegt daran, dass mein Amplitudengang zwar reellwertig ist, dass der aber aufgrund von diesen Kosinusfunktionen trotzdem zwischendurch das Vorzeichen wechselt. Und diesen Vorzeichenwechsel sehe ich immer als Sprung von Pi in meinem Phasengang. Ansonsten gibt es eigentlich kaum Einschränkungen, außer der, dass meine Phase bei 0 losläuft. Aber ansonsten kann ich eigentlich hier relativ beliebige Amplitudengänge konstruieren mit diesen Filtern. Hochpässe, Tiefpässe, was immer ich haben will. Dass ich das so betone, da werden Sie sich schon denken, liegt daran, dass das nicht bei allen Typen von linearphasigen Filtern so ist. Typ 2 nenne ich jetzt die linearphasigen Filter, die eine gerade Symmetrie wieder haben, der Filter, der Impulsantwort, die aber jetzt eine ungerade Filterordnung n haben. Das heißt, eine gerade Länge der Impulsantwort. So, was ergibt sich jetzt daraus? Symmetriebedingungen sind ja genauso formuliert wie beim vorigen Filter. Die Berechnung des Frequenzgangs sieht jetzt auch wieder ganz genauso aus. Da hat sich auch jetzt nichts geändert. Und auch hier nutze ich wieder die Symmetriebedingungen, um meine Teilterme zusammenzufassen. Der einzige Unterschied, da bin ich jetzt beim letzten Mal, habe ich das vergessen, darauf nochmal hinzuweisen, der einzige Unterschied ist, dass ich jetzt hier quasi diese 6 Terme zu 3 Kosinusfunktionen zusammenfassen kann, da bleibt nichts übrig. Beim vorigen Fall, da ist in der Mitte, bleibt so ein einsamer Term übrig. Und der liefert mir einen konstanten Faktor, der obendrauf addiert wird. Das habe ich jetzt nicht. Und das heißt, ich habe jetzt eine pure Summe von reellwertigen Kosinusfunktionen. Und das führt jetzt hier im Speziellen dazu, dass sich unser Frequenzgang nur aus Kosinusfunktionen zusammensetzt. Das heißt, dieser Term hier, Kosinus k minus 1 halb Omega, der ist immer bei Omega gleich Pi 0 für alle diese Kosinusfunktionen. Und das heißt, dass wir bei Omega gleich Pi oder f gleich fs halbe immer eine Nullstelle haben. Das heißt damit, dass wir zum Beispiel mit diesem Typ Wirrfilter keinen Hochpass aufbauen können. Bei der Phase gibt es jetzt keine Überraschung. Das ist eine lineare Phase. Und die startet bei Phi gleich 0, bei der Frequenz Omega gleich 0. Und auch hier haben wir wieder diese Sprünge um Pi bei den Nullstellen des Amplitudengangs.
Beim sogenannten Typ 3 haben wir jetzt eine ungerade Symmetrie unserer Impulsantwort, also punktsymmetrisch, und das formulieren wir mathematisch so. Ich habe jetzt hier das mal für eine gerade Filterordnung dargestellt, das heißt die Länge ist 5, die Ordnung ist 4. Und wenn wir hier daraus jetzt den Frequenzgang berechnen, machen wir das ganz genauso, wie wir das beim letzten Malen auch gemacht haben. Auch hier ziehen wir wieder so einen Exponentialterm heraus. Weil jetzt aber unsere Koeffizienten eine ungerade Symmetrie haben, muss ich jetzt den anderen Teil der Eulerschen Identität hernehmen. Das heißt, ich fasse jetzt zwei Exponentialfunktionen zu 2j-Sinusfunktionen zusammen. Ansonsten ist die Vorgehensweise genau wie vorher. Ich habe auch hier wieder dann einen reellwertigen Amplitudengang, weil ich meinen Faktor j hier rausziehe. Dann bleibt hier nur was reellwertiges übrig. Das j schlage ich einfach der Phase zu. Weil ich jetzt aber hier eine Summe von Sinusfunktionen habe, weiß ich, dass die immer 0 sind, bei Omega gleich 0 und bei Omega gleich Pi. Das heißt, mein Frequenzgang hat immer 0 Stellen bei Omega gleich 0 oder f gleich 0 und auch bei Omega gleich Pi oder f gleich fs halbe. Das heißt, hiermit kann ich weder einen Tiefpass noch einen Hochpass aufbauen. Ich bin also schon ein bisschen eingeschränkt hiermit. Bei der linearen Phase habe ich jetzt, wie gesagt, diesen zusätzlichen Faktor j. Den kann ich auch hier in den Exponenten mit reinziehen. Dann würde hier jetzt noch stehen plus Pi halbe. Und das sehe ich auch im Betragsgang. Das heißt, hier bei der Stelle Omega gleich 0 läuft meine Phase bereits mit Pi halbe los. Und das ist auch der Grund, weshalb diese Typ 3 Filter verwendet werden. Diese Eigenschaft, die kann ich speziell ausnutzen. Wichtig bei diesem Filter ist noch, dass der mittlere Koeffizient 0 sein muss, sonst erreiche ich die ungerade Symmetrie nicht. Typ 4 ist jetzt, kann man sagen, das gleiche nochmal in grün. Ich habe jetzt ungerade Symmetrie der Impulsantwort und eine ungerade Filterordnung. Das heißt, diesen mittleren Koeffizienten gibt es sowieso nicht. Und auch hier kann ich jetzt wieder meinen exponentiellen Faktor rausziehen und meine ungerade symmetrischen Koeffizienten zu j Sinusfunktionen zusammenfassen. Der einzige Unterschied, den ich jetzt habe, ist, dass hier so ein k minus ein halb Faktor auftaucht, aufgrund jetzt der anderen Filterordnung. Und das heißt, dass meine Übertragungsfunktion jetzt nur noch bei Omega gleich 0, 0 wird und nicht mehr bei Omega gleich Pi. Bei der Phase haben wir wieder das gleiche Bild wie beim Typ 3 Filter. Das heißt, ich habe jetzt meinen Faktor J habe ich hier aus dem Amplitudengang rausgezogen und der Phase zugeordnet. Das heißt, auch hier geht die Phase bei Pi halbe los. Um das jetzt nochmal zusammenzufassen, was für Bedingungen haben wir für die Linearphasigkeit? Unsere Übertragungsfunktion hat eine lineare Phase, wenn genau diese Bedingung hier gilt. Das heißt, wir haben einen reellwertigen Amplitudengang und eine lineare Phase, die die Form hat minus Alpha mal Omega plus Beta. Und wenn ich das jetzt ableite nach Omega, dann erhalte ich die Gruppenlaufzeit und wir sehen, ja, die Gruppenlaufzeit ist tatsächlich konstant. Und ohne dass wir jetzt zu sehr ins Detail hier reingehen, kann man beweisen, dass, um das zu erhalten, man folgende Voraussetzungen haben muss. Symmetrische Koeffizienten, das ist das gleiche wie die Impulsantwort bei Firrfiltern, das haben wir uns auf den letzten vier Folien angeguckt. Und je nach Symmetriebedingungen, ob das Plus oder Minus hier ist, das heißt gerade oder ungerade Symmetrie, kann ich jetzt verschiedene Arten von Spiegelpolynomen meines Frequenzgangs aufstellen. Und erhalte dann vier verschiedene Varianten, die ich Typ 1 bis 4 nenne, abhängig davon, ob die eine gerade oder eine ungerade Symmetrie hier haben, plus minus bn minus k, und ob die Filterordnung gerade oder ungerade ist. Und wenn das alles so ist, dann
sind die Nullstellen in meinem Pol-Nullstellendiagramm symmetrisch zum Einheitskreis. Das ergibt sich zwangsläufig aus diesen Bedingungen, ohne dass wir das jetzt beweisen. Und es ist klar, dass das mit Polen nicht möglich ist. Oder wenn ich es mache, halte ich halt ein instabiles System, weil ich dann Pole innerhalb und außerhalb des Einheitskreises habe. Und das heißt, nur transversale Filter, also Wirr-Filter, können überhaupt linearphasig sein. Mit rekursiven Filtern kann ich das immer nur annähernd erreichen. Das ist ganz wichtig und ist auch ein ganz wichtiger Grund dafür, warum Wirr-Filter so populär geworden sind in den letzten 20, 30 Jahren. Gucken wir uns mal an, wo diese Filter jetzt sitzen können. Es gibt diese eine Variante, ich habe ein Nullstellenpaar, das ist gespiegelt am Einheitskreis. Das wäre linearphasig, aber komplexwertig, weil es nicht konjugiert komplex ist. Wenn ich das jetzt noch dazu addiere, dann bekomme ich so ein ganz allgemeines Quadrupel von Nullstellen. Die sind zum einen symmetrisch zum Einheitskreis und zum anderen sind die auch konjugiert komplex. Und damit erhalte ich ein reellwertiges System und das ist auch linearphasig. Dann gibt es noch die Sonderfälle. Ich kann natürlich auch Nullstellen auf dem Einheitskreis haben. Und wenn ich die jetzt wieder konjugiert komplex auslege, dann ist es nicht nur linearphasig, das hätte ich auch mit einer einzelnen Nullstelle, sondern auch reellwertig. Und schließlich gibt es noch die beiden Spezialfälle. Ich kann auch eine Nullstelle hier haben bei z gleich minus 1. Die ist natürlich jetzt symmetrisch zu sich selber und die ist auch konjugiert komplex zu sich selber. Das gleiche kann ich auch haben, wenn ich eine Nullstelle bei plus 1 habe. Auch die ist symmetrisch zu sich selber und konjugiert komplex zu sich selber. Das sind so die Varianten, die ich habe. Alle anderen Kombinationen von Nullstellen führen zu nicht linearphasigen Systemen. Also aus diesen Fällen muss ich mein Nullstellendiagramm meines Systems zusammensetzen. Die Polstellen müssen ja eh alle im Ursprung sitzen, sonst ist es kein Wirr-Filter. Jetzt gucken wir es nochmal zusammenfassend an. Was habe ich für Einschränkungen meines Frequenzgangs bei linearphasigen Wirr-Filtern? Wir hatten ja uns gerade auf diesen vier Folien für die vier Typen schon mal angeguckt, dass abhängig von der Symmetrie sich bestimmte Randbedingungen ergeben, wo die Nullstellen sitzen. Das kann man nochmal so zusammenfassen. Man sieht, das Typ 1-Filter hat eigentlich gar keine Einschränkung. Da kann ich beliebige Filter mit erzielen. Beim Typ 2-Filter erzwinge ich eine Nullstelle bei FS halbe und damit kann ich hiermit nur noch einen Tiefpass und einen Bandpass, keinen Hochpass und keine Bandsperre aufbauen. Das heißt, das nutzt man manchmal, wenn man so ein bisschen bei der Ordnung noch einen rausquetschen will, dann kann ich einen Tiefpass auch mit einer ungeraden Ordnung erzeugen. Bei einem Hochpass kann ich das nicht, da kann ich sozusagen immer nur in Zweierschritten gehen. Typ 3 ist das unflexibelste, da kann ich eigentlich nur einen Bandpass machen, weil ich eine Nullstelle bei DC habe und eine Nullstelle bei FS halbe. Typ 4 ist ein bisschen flexibler, aufgrund der Nullstelle bei F gleich 0 kann ich damit immerhin noch einen Hochpass und einen Bandpass machen. Beispiel, ein ganz einfaches System, B0 mal 1 plus Z minus 1. Man sieht, hier könnte man jetzt so eine Symmetrieebene einziehen. Die Ordnung ist n gleich 1, das ist meine höchste Potenz, das heißt, sie ist ungerade und damit habe ich einen Typ 2. Gerade Symmetrie und ungerade Ordnung gibt mir einen Typ 2. Das ist der Frequenzgang, das bekomme ich auf die gleiche Methode, wie ich das auf den vorigen Folien gezeigt habe. Das heißt, ich klammer so einen Exponentialterm aus und fasse dann das, was übrig bleibt, zu einer Kosinusfunktion zusammen. Das ist das, was rauskommt. Und das hat eine Nullstelle bei FS halbe. Damit erhalten wir einen linearen Phasengang von minus Pi F mal TS. Man könnte jetzt auch hier schreiben, das wäre dann
minus Omega halbe, wenn ich das zusammenfasse. Und die Gruppenlaufzeit, die sich daraus ergibt, ist TS halbe. Und wenn Sie das jetzt wundert, wie man eine Gruppenlaufzeit haben kann, die einer halben Verzögerungszeit entspricht, dann müssen wir uns nur überlegen, dass die Gruppenlaufzeit ja quasi bis zur Filtermitte gedacht ist. Gucken wir uns nochmal kurz das Typ 3 und Typ 4 Filter an. Die haben, wie gesagt, beide eine Nullstelle bei f gleich 0. Also kein Tiefpass, kein Bandsperrefilter ist damit möglich. Und der Typ 3 Filter hat noch zusätzlich eine Nullstelle bei fs halbe. Das heißt, damit auch kein Hochpass. Und genau, auch keine Bandsperre möglich ist. Jetzt kann man sich natürlich fragen, wofür brauche ich sowas dann überhaupt? Eigentlich kann ich doch all meine übrigen Filtertypen mit Typ 1 und Typ 2 erschlagen. So eine Variante wäre, wenn ich jetzt ganz besonders knapsen muss mit der Filterordnung, dann kann ich mit dem Typ 4 ein Hochpassfilter machen, was eine ungerade Ordnung hat. Da kann ich vielleicht dann noch eine Ordnung mit sparen. Was aber entscheidender ist, dass der Typ 3 und der Typ 4 Filter schon bei Omega gleich 0 einen Phasengang von Pi halbe haben. Und damit kann ich Filter erzeugen, die bei einem weiten Frequenzbereich eine Phasendrehung von 90 Grad haben. Klar, dazu kommt immer noch die lineare Phase, das interessiert aber uns jetzt hier an der Stelle nicht. Wenn man sich jetzt überlegt, wo habe ich in der Signalverarbeitung Systeme, die eine Phasendrehung von 90 Grad über den ganzen Frequenzbereich haben? Und wenn man da jetzt in den Büchern ein bisschen blättert, dann stellt man fest, dass der Differentiator genau so einen Phasengang hat. Der Differentiator hat einen Betragsgang proportional zu f. Das kann ich durch eine entsprechende Auswahl meiner Koeffizienten erzielen. Und dann gibt es noch den sogenannten Hilbert-Transformator. Der hat eigentlich einen Betragsgang von möglichst 1, das heißt konstant über den Frequenzbereich, aber halt eine Phasendrehung von Pi halbe. Und damit kann ich zum Beispiel zu einem Sinussignal ein Kosinussignal machen. Oder, das nennen wir auch Quadraturkomponente, ich kann halt ein Signal über den ganzen Frequenzbereich um Pi halbe drehen und bekomme damit sozusagen die real und die imaginäre Komponente von meinem Signal. Und das brauche ich in der Signalverarbeitung auch relativ oft. Damit beschäftigen wir uns jetzt hier nicht, nur dass Sie wissen, dass es das gibt. Diese Typ 3 und Typ 4 Filter werden im Wesentlichen für Systeme gebraucht, wo ich eine bestimmte Phasendrehung von 90 Grad benötige. Gucken wir uns nochmal an, wie das mit dieser Gruppenlaufzeit ist. Das ist eigentlich definiert als die Verzögerung von einem schmalbandigen Signal. Und bei linearphasigen Systemen habe ich ja über den ganzen Frequenzbereich eine konstante Verzögerung. Das heißt, ich habe auch eine Gruppenlaufzeit, die konstant ist über den ganzen Frequenzbereich. Und bei einem Firrfilter ist das Ganze besonders einfach. Ich messe jetzt die Verzögerung zwischen meinem Eingangssignal und die Mitte meiner Impulsantwort. Das ist die Impulsantwort von einem Firrfilter der Ordnung n gleich 8. Und da ist recht schön zu erkennen, dass mein Dirac-Stoß, der jetzt hier zum Zeitpunkt n gleich 0 angelegt wurde, diese Impulsantwort hat. Und ich kann auch so ein bisschen erahnen hier draus, wie der Dirac-Stoß mal ausgesehen hat. Der ist natürlich jetzt verbreitert worden. Das ist klar. In meinem Firrfilter, das habe ich als Tiefpass jetzt hier ausgelegt, sind die höherfrequenten Komponenten ausgefiltert worden. Das heißt, mein Signal kann nicht mehr so schmal sein, wie es früher war, sondern das geht es halt ein bisschen in die Breite. Trotzdem kann ich die ursprüngliche Impulsform, mein Dirac, noch erkennen mit ein bisschen Fantasie. Und deshalb sage ich, okay, die Gruppenlaufzeit, das ist die Zeit zwischen dem Zeitpunkt n gleich 0 und dem Zeitpunkt hier n gleich 4. Das ist hier nochmal eingezeichnet. Das ist meine Gruppenlaufzeit. Das heißt, man darf die Gruppenlaufzeit eines Firrfilters nicht verwechseln mit der Gesamtlänge. Es ist klar, dass nach dem Maximum noch so ein bisschen was nachtröpfelt, aber die Gruppenlaufzeit, die mittlere Verzögerung, ist nur bis zur Filtermitte. Ein wichtiger Punkt ist jetzt noch, dass die Symmetrie meiner Koeffizienten, die ich einhalten muss, wenn ich Linearphasigkeit meines Filters haben will,
dass mir das auch eine effiziente Implementierung gibt. Wenn ich nämlich jetzt nicht zuerst multipliziere und dann addiere, sondern erst addiere und dann multipliziere, das heißt, wenn ich quasi das Distributivgesetz anwende auf meinen Signalflussgraphen, dann komme ich zu einer halbierten Anzahl von Multiplizierern. Anstelle also 0,37 mal z hoch minus 1 plus 0,37 mal z hoch minus 2 zu berechnen. Wenn ich jetzt also anstatt dessen 0,37 mal z hoch minus 1 plus z hoch minus 2 rechne, dann komme ich zu dieser Struktur hier. Ich sehe hier, addiere ich zuerst, multipliziere ich dann. Die Systemfunktion von diesem Signalflussgraphen ist identisch. Ich habe aber die Hälfte der Multiplizierer. Habe nur noch diese beiden Multiplikationen hier. Und ich habe auch noch zusätzlich einen kürzeren kritischen Pfad. Prüfen Sie das mal. Sie werden sehen, diese Struktur hat einen kürzeren kritischen Pfad als diese Struktur. Und das ist ein Grund, also ein weiterer Grund, weshalb ich, wenn ich schon Firrfilter mache, dann eigentlich fast immer linearphasige Firrfilter mache. Und das ist auf FPGAs genauso. Auch bei den Xilinx-Firr-Compilern ist das eigentlich die bevorzugte Struktur. Fassen wir es nochmal zusammen. Die Bedingung für linearphasige Firrfilter ist, dass ich eine gerade oder ungerade Symmetrie meiner Koeffizienten habe. Das heißt, meine Impulsantwort ist so oder so von der Struktur her. Wenn ich ein linearphasiges Filter der Ordnung n habe, dann bekomme ich eine lineare Phase von minus Omega 1 halbe plus Beta und daraus resultierend eine Gruppenlaufzeit von n halbe mal ts. Dieser konstante Anteil der Phase Beta ist entweder 0, wenn ich eine gerade Symmetrie meiner Koeffizienten habe, oder Pi halbe, wenn ich eine ungerade Symmetrie meiner Koeffizienten habe. Firrfilter werden fast immer als linearphasige Filter ausgelegt, weil die konstante Gruppenlaufzeit, die ich daraus halte, für viele Anwendungen wichtig ist, weil ich eine effiziente Implementierung erhalte, halb so viele Multiplizierer und kürzerer kritischer Pfad. Und schließlich, wenn ich keine Linearphasigkeit brauche, dann kann ich die übrigen Anforderungen meist leichter mit einem IIR-Filter erfüllen. Und mit einem IIR-Filter benötige ich eine deutlich geringere Ordnung. So, einen hängen wir noch hinten dran. Und zwar gibt es im Vergleich zu linearphasigen Filtern auch minimalphasige Filter. Und die haben nur Nullstellen und Polstellen innerhalb des Einheitskreises, nicht außerhalb des Einheitskreises. Im Gegensatz dazu haben ja linearphasige Filter Nullstellen auch auf und auch außerhalb des Einheitskreises. Daher können linearphasige Filter nicht minimalphasig sein. Das schließt sich gegenseitig aus. Der Vorteil von minimalphasigen Filtern ist, dass sie eine geringere Phase, damit auch eine geringere Gruppenlaufzeit haben. Und daraus ergeben sich Vorteile unter anderem für die Regelungstechnik. Minimalphasige Filter sind auch invertierbar. Das heißt, wenn ich quasi den Kehrwert meiner Systemfunktion bilde, dann tauschen Polstellen und Nullstellen ihren Platz. Das hat unter anderem Vorteile für einen Filterbankentwurf. Aber das geht natürlich mit linearphasigen Filtern nicht. Wenn ich die versuche zu invertieren, dann habe ich plötzlich Polstellen außerhalb des Einheitskreises und damit instabile Systeme. So, das war's für heute zum Thema linearphasige Systeme. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.